Was geht ab? Meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal, wo wie immer die schönsten Menschen des Universums, Multiversums eingeschaltet haben. Freunde, ich bin sehr, sehr gespannt. Wir haben eine große, große Menge aufzuholen. Ich war auf der Gamescom für eine Woche, also Montag bis Montag war ich auf der Gamescom in Köln. Vielleicht mache ich da noch ein kleines Follow-up-Video zu. Mal schauen. Danach wurde ich krank, so wie gefühlt jeder nach der Gamescom. Dann war ich jetzt in Berlin für 2 Tage und jetzt bin ich wieder da und freue mich jetzt sehr, alles aufzuholen. Wir haben eine unfassbar coole Kombination, Raffi und Lina zusammen. Ich habe mit Raffi ganz kurz auf den Splash gequatscht. Also es war wirklich nur ein, hey, wir haben uns noch nie gesehen, wie geht's? Cool, wie geht's dir? Cool, dass wir uns mal sehen. Okay, sie musste los, ich musste los. Aber es war mega, mit ihr kurz zu quatschen. Und Lina haben wir jetzt hier. Ich habe vor 3 Jahren, glaube ich, mal 1, 2 Videos zu Lina gemacht. Da fand ich sie schon ultra, ultra interessant. Ihre Stimmfarbe ist sehr, sehr einzigartig und ich finde sie als Künstlerin ultra interessant. Hab sie leider dann aus den Augen verloren, aber jetzt bei diesem Track bietet es sich ja wirklich an, mal wieder reinzuhören. Raffi und Lina zusammen. Unfassbar cool, dass die so collided haben, weil ich weiß gar nicht, damals, als ich eben auf Lina reacted hatte, das allererste Mal, hatte ich logischerweise noch keine Ahnung, wer Raffi ist. Ich weiß gar nicht, ob Raffi da auch schon aktiv Musik gemacht hat, vielleicht auf Instagram schon so ein bisschen. Aber irgendwie voll cool, dass jetzt hier so, Raffi ist jemand, wo ich auf alle Sachen von ihr reacte, wo ich Fan geworden bin. Und Lina ist jemand, die ich so vor 3 Jahren irgendwie viel im Auge hatte und da viel mehr angehört habe. Deswegen sind das auch so irgendwie 2 Personen quasi, die jetzt hier, ja, zusammengefunden haben, aber auch auf meinem Kanal so schon stattgefunden haben, getrennt voneinander. Deswegen super cool, wenn ich die Augen schließe, das Ganze ist ein Achterbahnmix. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie gesagt. Und viele haben sich auch gewünscht, dass ich mal wieder auf Lina reagiere. Deswegen sind wir jetzt hier. Schreibt mir gerne andere Songs rein von ihr, die vielleicht ein bisschen neuer sind oder auch ein bisschen älter, die empfehlenswert sind. Würde mich mal interessieren. Vielleicht hören wir da mal wieder öfter rein. Los geht's. Ich weiß, es ist nicht immer einfach. Ich weiß, ich bin nicht kompliziert. Man sieht direkt, dass sie eine Schauspielerin ist. Man sieht direkt, Lina ist einfach eine Schauspielerin, Junge. Krass. Krass, sie sieht auch schon anders aus. Neue Haarfarbe und sie sieht auf jeden Fall noch erwachsener aus ein bisschen. Krass. Ohne euch bin ich so einsam. Hm. Ich hab Angst, dass wir uns verlieren. Bro, Raffis Stimme ist so schön. Ich stecke wieder in den Sand. Wieso starre ich sich schon wieder nur auf meine Wand? Hab man so viel gefühlt. Jetzt fühl ich zu wenig. Wieso mach ich kaputt, was eigentlich schön ist? Immer wenn ich aufschließe, Bro, Raffi hat so eine unfassbar schöne Stimme. Sie hat ja allgemein eine eher kratzigere Stimme, aber trotzdem schafft sie es, diese krassen High Notes so zu hitten. Schließe, siehst vor mir, auch wenn ich es nicht immer zeigen kann. Blöd, das seid ihr. Immer wenn ich die Augen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, okay, wow. Digga, ich will nicht wieder der Dude sein, aber ich habe sehr, sehr krasse Gänsehaut direkt bekommen. Ich habe so lange nichts mehr von Lina gehört. Ich habe fast vergessen, wie sich ihre Stimme anhört, Bro. Wow, krass. Immer wenn ich die Augen schließe, wow. Siehst du vor mir. Wow. Auch wenn es die letzten Lieder waren, wir bleiben wir. Krass, Mann. Jetzt sind wir wie Fremde. Und ich sehe das alles, was wir mal hatten, nicht mehr ist, wie es war. Ich liebe, dass die beiden auch echt so eine unterschiedliche Stimmfarbe haben. Das ergänzt sich echt mega, finde ich. Es, wie es war, will die Zeit nur zurückdrehen. Doch ich weiß, es ist meine Schuld, es tut mir leid, ja, ich bin nicht für euch da. Kopf aus, stecke wieder in den Sand. Wieso starre ich seit Stunden wieder nur auf meine Wand? Ich finde, dieses mit dieser Schattenwand ist super cool gelöst. So viel gefühlt, jetzt fühle ich zu wenig. Wieso mach ich kaputt, was eigentlich schön ist? Immer wenn ich die Augen schließe, also zusammen hören sich die Stimmen noch besser an. Krass. Auch wenn es sich immer zeigen kann, Glück, das seid ihr. Immer wenn ich die Augen schließe, seh ich's vor mir. Ey, voll cool. Auch wenn es die letzten Lieder waren, voll schön gemacht. Bleiben wir. Ich weiß gar nicht, es sieht aus wie ein Musikvideo zu einem Film, aber... Ach, der Song zum Film Alle für Ella. Ach krass, ich wollte gerade sagen, weil über diesen Filmszenen und so, es sah so krass aus.
geil, Mann. Der Song zum Film Alle für Ella. Ey, manchmal wünschte ich, ich könnte mit euch zusammen auf Filme reagieren, wisst ihr? Ey, wie cool wäre das? Aber das geht leider nicht. Selbst wenn man da Connections hätte, ist es halt unmöglich, auf die ganzen Filme eine Reaction zu machen. Aber geil, ab dem 8.9. im Kino. 8.9., der war schon. Der Film läuft gerade. Ey, ich freue mich gerade voll, das zu hören. So. Bro, so eine schöne Melodie. Na, oh, süß. Ey, süß, Mann. Wow. Ey, richtig süß. Richtig, richtig süß. Ey, ich wusste gar nicht, dass das für einen Kinofilm ist. Mega nice. Also dadurch, es hat sich ergeben, weil das Musikvideo eben so hochqualitativ produziert war und man eben da so Szenen gesehen hat, wo sie geschauspielert haben. Mega cool, Mann. Ey. Unfassbar coole Kombination. Ich hoffe, dass diese Version auch im Film zu hören ist und nicht nur jetzt eine Special Remix-Version ist, weil da auch Achterbahn-Mix steht. I don't know, aber ich hoffe, dass diese Version im Film zu hören ist. Es würde mich sehr freuen für Raffi auch. Mega cool. Es war echt sehr, sehr nice, mal wieder was von Lina zu hören. Und ich möchte wieder mehr hören. Deswegen schreibt mir hier gerne Songs von ihr in die Kommentare, die ich mir anhören soll mit euch. Und ich bin echt am Überlegen, ob ich in den Film reingehen soll, einfach mal. Keine Ahnung. Ich gehe selten ins Kino irgendwie in letzter Zeit. Und vielleicht, das wäre jetzt bestimmt kein Film, den ich mir einfach so dann ansehen würde, aber keine Ahnung, wieso man nicht in was anderes reingehen? Weil aktuell läuft irgendwie eh gefühlt nicht so wirklich was. Why not? Why not? Auf jeden Fall hat es mich sehr gefreut, wieder was von ihr zu hören. Sie hat unfassbar gut mit Rafi zusammen harmoniert und es freut mich, dass dieses Projekt zustande gekommen ist. Cooler Song und wie gesagt, ich möchte gerne mehr von Nino nochmal hören. Deswegen schreibt mir gerne Sachen in die Kommentare und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren wunderbaren Video. Bleibt so fresh und gut aussehend wie immer und ciao.